Ich noch einen Moment warten. Oh, guck mal, wie schön der Sonnenaufgang. Aber einsammeln kann ich da nichts. Ich will doch nur mal kurz gucken. Komme ich überhaupt hier wieder drauf? Die Kiste kann man auch nicht nehmen da, ne? Gucken von U-Boot sehen. Yo! Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Projekt Castaway. Und wir sind ja jetzt hier auf der Insel mit dem Funkturm. Wir wollten ja mal gucken, wegen der Haie und wegen dem Tauchen zu Schiffswrack. Aber die Haie, die sind so zahlreich da, die haben uns ja den Garaus gemacht. Und da habe ich gedacht, okay, dann kümmere ich mich erstmal darum, dass wir vielleicht einen Goldspeer kriegen und so. Wir müssen sowieso Barren machen. Auch den Gürtel, den Werkzeuggürtel will ich ja verbessern. Und da gehen wir dann auch bei. So, wir müssen erstmal, um hier noch weiter abzubauen. Ich habe ja noch ein bisschen Platz hier, ne? Haben wir allerhand Gold. Wir brauchen aber auch Zinn. Ich habe nochmal nachgeguckt. Also es ist so, wenn ich dann schmelze, einmal Zinn plus einmal Kupfer gibt Bronze. Entschuldigung. Einmal Zinn plus einmal Silber gibt ein Silberbarren. Und einmal Zinn und einmal Gold gibt ein Goldbarren. So, das habe ich mir nochmal in Erinnerung gerufen mit den alten Folgen. Ich habe jetzt hier allerhand Gold abgebaut. Ich weiß gar nicht, wie viel Zinn wir da haben. Oder liegt hier noch was rum? Ich glaube, hier habe ich alles aufgesammelt. Ne? Wir haben auch den Ofen hier abgebaut. Was gar nicht nötig gewesen. Es gab so wenig Zeug dafür. Naja. Also, müssen wir so eine Spitzhacke bauen. Was brauchen wir denn dafür? Können wir da noch ein bisschen weiter abbauen? Granitaxt, Steinspitzhacke, Stone, Rope und Small Stick. Ja, 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 ja. Hier, Stein haben wir nichts mehr. Ist das noch was? Ne, das ist eine Muschel. Da falle ich öfter drauf rein, auf die Muschel, ne? Gib mal, hier habe ich doch gerade einen Stein gesehen. Gib mir doch den mal gleich her. Ah, ist gar kein Stein. Steine haben wir doch noch. Oh, also auch nicht mehr so viele. So, schmeißen. Zack, zack, zack. Habe ich Stöcker? Auch nicht. Hier liegt was. Das sind große. Hier sind noch kleine. So, und Seil. Da müssen wir dann noch mal gucken, dass wir dann gucken, dass wir anbauen. Bei mir zu Hause. Wegen der Yuccas, die wir ja brauchen, ne? Für Seile zu machen. Sind hier noch Yuccas? So, auf Anhieb sehe ich jetzt schon keine mehr. Guck mal, da liegt noch eine Kokosnuss. Ah, nee, auf Anhieb. Ja. Deswegen, irgendwann habe ich alle Yuccas von allen Inseln kaputt gehauen, für Seile zu machen. Und dann ist das Spiel zu Ende oder so, ne? Boah, ich bin total frustriert, ne? Dass man hier auch im Gebäude Regen hat. Ey, das ist ein No-Go, ey. Das muss unbedingt gelöst werden, das Problem. Ist in Stranded Deep leider. Auch da ist noch eine Yucca. Guck mal, dann nehmen wir die jetzt. Ah, da hinten stehen, glaube ich, noch mehr, ne? Alle aufsammeln, bloß keine liegen lassen. Die finden wir nie wieder. So. Komme ich hier runter oder ist das zu? Na, geht. Dann machen wir da erstmal. Überall liegen noch die Kokosnüsse rum. Ich habe das nicht alles eingesammelt. Guck mal, da haben wir noch einen Stein. So. Kokosnuss zu Kokosnuss. Sonst haben wir die Tasche so voll. So. Und hier machen wir Seile. Ja. Wie viel war das? Der 8 oder so, ne? Ja. Und die legen wir alle raus.
Bis auf die drei hier. Drei, drei. So, jetzt wollen wir noch ein paar Stöcke. Da habe ich auch drei, ne? Dann können wir jetzt erstmal eine Spitzhacke machen. Und dann holen wir Gold. Dann fahren wir rüber und dann wird erstmal gebratzelt. Muss mal gucken, dass ich noch Zinn habe dann. Und dann versuche ich mal irgendwie so einen Goldsperr zu machen. Die halten ja echt nicht lange, ne? Junge, Junge. Ist schon fast im Eimer. Ist ja Wahnsinn. Und vor allem brauche ich auch jede Menge Holz, ne? Ich hab... Ups, schon weg. Ist ja Wahnsinn. Komm, machen wir noch einen. Was hab ich denn jetzt? Oh, ist aber schon ziemlich voll. Ja, dann lassen wir das erstmal so. Holz muss ich auch mitnehmen. Pass mal auf. Da ist nochmal ein Stein. Ach, guck mal, hier steckt eine Yucca direkt dabei. Da muss ich auch mal gucken, ob ich Yucca anbauen kann. Da müssen wir uns bald drum kümmern, damit uns da nicht irgendwann alles ausgeht. Es gibt immer zwei, also 8 Stück pro Baumstamm. Na, du auch noch? Ach, geht nicht mehr. Was, echt? Du liebe Güte. Lass doch mal gucken. Es gibt doch, glaube ich... Ladstick kostet das. Ermöglicht Lager von Zimbelholzscheiten. Das ist der große, den ich habe. Kleiner Stock ermöglicht die Aufbau von bis zu 24 kleinen Stöcken. Kostet 10 kleine Stöcke. Wieso kann ich das nicht? Wie viele habe ich denn da? Sind da 10? Ah, ich brauche den Hammer dafür. Das wird jetzt sein. Ein Hammer. Und so hängt man immer fest und kommt kaum weiter, ne? So, pass auf, dann bauen wir das Ding nämlich hier drauf, um Stöcker mitzunehmen. Wo denn? Hier, ne? Pass mal auf. So. Wo war das? Kiste. Ach, guck mal. Können wir das hier so hinstellen? Neun. Ja, ja, ja. So. Pass mal auf, nimm den erstmal mit. Ist doch viel einfacher. Ach, herrje. Arbeiten, arbeiten. Das Ziel ist jetzt erstmal noch ein paar... Nee. Noch ein paar Goldbarren zu machen und Goldspeere. Und dann kommen wir nochmal wieder. Ich habe ja auch noch... Wo habe ich das eigentlich? Hier. Das müssen wir auch noch ausprobieren, ne? Ich will das jetzt mal hinkriegen mit dem Wracktauchen da und auch dieses U-Boot finden. Also was wir da gefunden haben, dieses Wrack ist ja mit Sicherheit nicht das U-Boot. So. So, und jetzt? 8 Stück sind drin. Gut. Geht noch ein bisschen weiter. Auch bald wieder hinüber. Nehmen wir die erstmal mit. Ach ja.
Na ja, haben wir noch einmal. Stein. Ey! What? Hallo? Kann ja wohl nicht sein. So, nicht abhauen hier. So, was war jetzt hier? Können wir nicht machen? Ich habe keinen Stock. Ist verrückt. Ist total verrückt. Gib mal einen her. So. Weiter geht's. Weil wir brauchen nämlich auch allerhand Brennholz. Ja, ich habe ja zu Hause schon einiges, aber ich bin der Meinung, ich nehme mir noch ein bisschen mehr mit. Was ist das eine Arbeit? Und außer Puste bin ich. Komm, jetzt nochmal. Das sind immer drei Treffer, die ich haben muss. Eins, zwei, drei. Was ist das denn hier für ein Wasserberg hier? Sind wir hier bei The Abyss? Kennt ihr das, den Film The Abyss? Wo die Aliens das Wasser kontrollieren können? Das erinnert mich so daran. Oh. Einmal in den Sand gesetzt. Voll. Zack. So. Ah, einer geht noch rein. Gut, dann hauen wir noch einen um, oder? Ja, los, einen noch. Ja, 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 ja. Und dann müssen wir noch ein bisschen Zinn besorgen vielleicht. Ich weiß nicht, wie viel ich da vielleicht noch von habe. Also sind drei Stück, okay. Pass auf, schmeiß mal erstmal hier ab. Gib den mal her. Und noch einen zweiten. So. Wie sieht's eigentlich aus? Hunger, Durst, dafür können wir trinken. Sieht schon wieder nach Regen aus, ne? Oder wird jetzt schon dunkel? Nö, geht eigentlich noch. Und Essen? Boah, haben wir da was? Guckt, 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 alles guckt. Dann nimmt er den. Ja, ist ja nicht schlimm. So, jetzt sind wir auch wieder ein bisschen fit drauf. Echt Arbeit, ne? Zack. So. Mehr geht nicht. Da geht, glaube ich, nur noch einer rein hier, ne? Aber es sind auch schon mal immerhin 24 Stück dann. Gut. So. Dann habe ich hier den Hammer liegen. Ja, dann lassen wir den Hammer da drin. Zinn wäre noch gut. Soll ich noch ein bisschen Holz? Ja, das kann ich jetzt nicht. Müsste ich Zinn abhauen. Aber das habe ich ja hier nicht auf der Insel, oder? Ich würde gerne noch ein bisschen Zinn abklopfen. Dann legen wir den Hammer. Hier, pass auf, es liegt hier einer. Ja, jetzt liegen hier zwei. Ist das ein... Nee, das ist ein Goldspeer? Hatte ich den... Ich hatte doch einen Bronzespeer gemacht, oder nicht? Habe ich einen Goldspeer gemacht? Glaubst du, ich das nicht mehr weiß? Ich dachte, das wäre ein Bronzespeer gewesen. Ja. Dann legen wir erstmal den Hammer ab hier. So. Da ist ein Goldspeer.
Nun denn. Würde ich sagen, den haben wir jetzt abgelegt. Dann machen wir uns jetzt noch. Habe ich das Zeug dafür, was ich dafür brauche? Essen, da. Seil habe ich. Ich brauche noch mal einen so einen Steinäumel. So. Und einen Stock. Habe ich da alles, ne? Steinspitzhacke. So, pass auf, jetzt gehen wir noch mal gucken, ob wir hier irgendwo Zinn finden. Ich werde langsam müde. Ist ja schon 5 Uhr. Ich meine, hinten, wo die Leiter ist, wäre noch was gewesen. Da, wo die... Oh, wo hänge ich denn fest? Gucken wir mal. Noch ein bisschen Zinn würde ich gerne mitnehmen. Ich weiß nämlich jetzt nicht mehr auswendig, wie viel ich davon zu Hause habe. Das ist Granit, oder? Das ist Granit. Ich weiß nicht, ob hier noch was ist. Gehen wir mal noch ein Stück weiter. Was rennt mir denn da hinterher? Tschüss! Kommen die wohl doch irgendwann neu, ne? Mit außer Puste. Hier war noch was. Genau. Das sieht mir aus wie Kupfer, ne? Kupfer? Zinn! Siehst du wohl. Ach, das ist ja auch die Steinaxt. Ich denke, warum wird das nichts? Es wird auch noch dunkel. Oh, die fliegen so weit durch die Gegend. Wie viel Platz habe ich denn noch? Zinn, Zinn, Zinn. Ja, die Kokosnüsse. Boah, ist alles voll, ne? Ist alles voll. Pass auf, eine von den Kokosnüssen packe ich raus. Und eine esse ich. Dann können wir noch ein bisschen Zinn einsammeln. Aber viel geht nicht mehr. Dann hauen wir erstmal ab, fahre ich nach Hause, wird erstmal Barren gemacht. Ja, komm, sonst haben wir dann nachher zu viel mitgepackt. Na, wir haben ja einen Trick, das nochmal wieder rauszukriegen. Soll ich erst schlafen gehen? Ja, wa? Ist jetzt auch schon 8 Uhr abends. So. Erstmal speichern. Nehmen wir den. Und dann schlafen wir 7 Stunden. Und hoffentlich erfrieren wir nicht. Halb 4 ist ganz schön früh. Macht aber nichts. So, trinken. Das ist eine Menge Gold hier, ne? So. Holz mitnehmen? Nö, von hier nicht, oder? Ach, brauchen wir nicht. Nee. Fahren wir nach Hause. Jetzt muss ich gucken, wir müssen lang da hinten rum, ne? So. Das sollte reichen. Ich hoffe, da fallen die Stöcker nicht raus. Schwupp, wird auch wahrscheinlich bald hell werden. Mit diesem riesen Wendekreis. Ach ja, guck mal, hier muss irgendwas sein. Hier wird wahrscheinlich auch... Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Vielleicht ist auch hier das U-Boot.
Und natürlich Haie ohne Ende. Pass auf, ich gehe jetzt hin und speichere jetzt nochmal. Und dann tauchen wir mal kurz und gucken. Alles ein bisschen duster, ne? Ich will nur mal gucken. Nur mal gucken. Nehmen wir den nochmal. Wieso ist der... Ach so, 14 Meter, so tief? Ist ganz schön dunkel. Ich muss noch einen Moment warten. Oh, guck mal, wie schön der Sonnenaufgang. Aber einsammeln kann ich da nichts. Ich will doch nur mal kurz gucken. Komme ich überhaupt hier wieder drauf? Die Kiste kann man auch nicht nehmen da, ne? Gucken, ob wir ein U-Boot sehen. Jo! Das ist ein U-Boot. Ich sehe auch noch keinen Hai. Kriegt man das auf? Muss mal auftauchen. Geht nicht auf, oder? Mal gucken, ob ich jetzt überhaupt hier hoch kann. Da, da stand was. Ist aber schwierig. Aber eins steht fest, ja, hier bei dem Zettel ist das U-Boot, aber wie kriege ich denn die Luke auf? Jetzt fahre ich erstmal nach Hause. Aber wir kommen der Sache doch langsam näher. Ach so, jetzt müssen wir hier, hier rum, hier rum, hier rum. So, machen wir auf. Oh, ich habe mich irgendwo festgesetzt. Hä? Ich komme nicht weiter. Jetzt fahre ich wieder. Wo habe ich festgesessen? Haben wir Glück gehabt, dass wir hier keinem Hai begegnet sind, ne? Hier sind sie. Die fiesen Haie. Ich sehe mal noch nichts, ne? Wo müssen wir denn hin? Welche Insel? Ein ganzes Stück rum noch, ne? Ne, oder? Boah, ey. Blub. Ah ja, da sehe ich was. Da sind wir schon, glaube ich, ganz gut mit der Richtung. Dieses Untergetauche finde ich immer zu heftig. Ja. Das ist in Stranded Deep angenehmer. Wir kommen wieder, keine Frage. Daher war ja auch noch irgendwie was, ein U-Boot oder so, wo man runtertauchen kann, ne? Und überall Haie. So, ich glaube, das ist doch die Heimatinsel da vorne, ne? Naja, dann werden wir erstmal ein bisschen Barren schmelzen. Aber ich hatte die Goldpfeile, die konnte ich nicht schießen. Vielleicht geht das mit der Armbrust. Vielleicht kann man dann auf die Haie schießen vom Floß aus oder so. Das wäre doch eine tolle Sache, ne? Das Wetter geht auch kaputt. Na super. So, jetzt driften wir so ein bisschen ab, habe ich das Gefühl. Ich muss noch ein bisschen lenken. Ein bisschen nach links lenken. Oh. Oh, jetzt kommt Wetter und das ist noch so weit bis zu der Insel. Da bringen die in 2024 so ein Spiel raus und es regnet in Häuser.
Mann, ey. Bluh. Da kann man auch schwimmen, Brustschwimmen machen, oder? Wenn man so tief untertaucht hier. Ist ja furchtbar. Ja, nee, ist klar. Am besten jetzt schön vom Floß wegknabbern. Zwei Stück sind das hier. Oh, wird schon wieder ganz schwummelig. Geh mal unter das Dach. So. Aber hier wird man auch nass. So, nochmal was getrunken. Ich kann noch was essen. Hä? Was ist denn jetzt? Was war das denn jetzt? Ich wollte nur in den Rucksack. Wenn ich hier in Hocke bin und dann den Rucksack drücken will, jetzt geht's. Ah, ich darf nicht aufstehen. Wenn ich unter dem Dach bin, dann schmeiße ich das Floß um. Das ist ja interessant. So, sind wir mit der Richtung gut? Nö. Hat jetzt dabei auch noch total die Richtung umgehauen, ey. Die Irrfahrten des Odysseus, oder was? Jetzt muss ich hier wieder umdrehen. Ja, das ist dabei passiert, dass der die Richtung verloren hat, ne? Denke ich mal. So, jetzt stimmt die Richtung wieder. Puh. Jetzt müsste das aber gehen, auch bei dem Wetter. Boah, gleich frisst er mich echt von dem Floß runter hier. Mampf. Bei dem Wetter müsste ich aber auch in meinem Haus schmelzen können. Ne? Wenn da Regenwasser reinkommt, dann geht der ja nicht an, der Ofen, habe ich ja festgestellt. Aber da ist ja ein Dach. Nicht, dass das da reinriecht und dann, nö, wenn da draußen richtet, kannst du innen keinen Ofen anmachen. Hallo? Ja, das wäre also unverzeihlicher Bug, ne? Oder? Ja, oder nicht? So, noch ein bisschen darüber. Boah. Oh Mann. Kann ich von hier aus da dran? Ja. So ein bisschen rum. Müsste gehen. Dann drehen wir das am besten um. Das Floß. Ah, da fliegen schon wieder die Balken. Ach, da hatte ich auch das Problem, dass ich da nicht irgendwie die Ecke bauen konnte, ne? So. Ich glaube, das ist so genug. Jetzt müssen wir das hier hinten darüber schieben, ne? Ja. Mit dem Popo dagegen. So. Da ist doch irgendwo ein Stein, der stört. Ja. Dann schieben wir das. Müsste aber gehen. Hier so. Wo ist jetzt der Stein? Ah, ne, hier. Sträucher. Na? Kann ich hier nicht schieben. Nee. Das will so nicht. Ja, pass auf, dann schiebe ich das noch ein Stück zurück wieder. Das geht. So. Ja, so ist gut. Alles Klärchen.
pass auf. Ja, nur einer. Mehr ging nicht. Gehen wir mal nach Hause. Da ist wieder ein Leder fertig, oder? Ja. So. Hier haben wir Kupfer. Zinn, Gold, Silber. Okay. Also, Gold ist da hinten. Gold, Gold, Gold. Das muss ich stundenlang ausladen hier, wa? Und immer drei auf einen so einen Haufen. Zinn. Pass mal auf, wir packen jetzt erstmal überall schon mal einmal Zinn rein. Zinn? 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 Okay, und dann kann ich auch Gold auch schon mal überall reintun, ne? Ja klar. Gold? Gold? Gold. So, dann... den müsste ich, glaube ich, ganz voll machen, ne? Voll. Gedrückt halten. Smelting. So, da, weiter. Gold ausladen. Da haben wir schon eine Menge, ne, jetzt, von dem Gold. Da sind ja zwei große Brocken da am Strand. So, das ist alles Zinn. Und hier war Zinn, ne? Zinn machen wir dann hier hin. Hier haben wir noch drei. Mhm. Hier haben wir schon kein Gold mehr. Okay. Gold? Gold. Ja, leg ordentlich hin. Guck mal, kann man schön drehen. So. Habe ich aber schon eine Menge Zeug. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So. Komme ich so nicht ran. Ist immer blöd, weil man sich so schlecht da wegbewegen kann. Sonst einmal Zinn. Nochmal Zinn. Nochmal Zinn. Gold. 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 So. Und. Boah, nochmal Brennstoff. Deswegen habe ich die Stöcker mitgenommen. So. Brauche aber echt eine Menge. Hier könnte man vielleicht auch diese Dinger hinstellen, aber die brauchen ja auch alleine schon 10 Stöcker. Das ist schon verrückt. So. Also, mit dem Gold, das kriegen wir jetzt hin mit dem Machen. Ach ja. Guck mal, da qualmt was. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn das mal regnet, ob das dann auch geht. Dass er zwar hier drin regnet, aber dass der Ofen schon merkt, ey, ich werde nicht nass, weil ich bin ja hier im Gebäude. Wenn der ausgeht, weil draußen regnet, dann ist das natürlich Kacke. Dann weiß ich ja gar nicht, wozu ich überhaupt so eine Hütte bauen soll. Nur für die Optik? So. Guck mal, wie schön. Gold.
Gold. Und Gold. Ja, aber wir haben immer noch keine Spirale, um den Gürtel zu erweitern. Na, jetzt holen wir mal die letzten Stöcker da auch noch weg. So. Oh, lass ich mal da dran. Dann lasse ich mal einen Schluck trinken. So, essen muss ich jetzt noch nicht unbedingt. So, und dann wollen wir auch das Leder hier austauschen, ne? Leder. Leder. Ach, guck mal, hier habe ich noch Zinn. So, dann gib mir mal noch so eine Haut, weil die packen wir dann jetzt drauf. Warum heißt die Haut Haut? Weil man darauf haut. Siehst du wohl? Ja, das war das Problem hier, dass ich hier oben die Ecke nicht bauen konnte. Ich hätte ja sonst ganz gerne hier die Ecke zugemacht, ne? Aber das geht nicht. Aber muss ich auch den Hammer für haben. So geht das ja auch nicht. Die Spitzhacke. Gibt es hier eigentlich irgendwelche Ressourcen an... Bestimmt, ne? Gold, Silber. Aber das würde ich ganz gerne stehen lassen. Also ich würde hier die Insel ganz gerne jetzt nicht so ausplündern. Gefällt mir gut mit diesen kleinen Inselchen hier mit dem, mit den Lagunen und so. Finde ich richtig schön. Tja. Wir müssen uns mal um die Haie kümmern. Aber das U-Boot da, ne? Da war gerade gar kein Hai. Nur wie kommt man denn da rein? Wie kriegt man denn die Tür auf da? Die Luke auf, dass man da reinkommt. Da ist auf jeden Fall ein Zettel drin. Ich weiß nicht, ob auch noch irgendwas anderes. Keine Ahnung. Auszuprobieren gilt auch, ob ich mit den Goldpfeilen, kann man die eigentlich machen? Warte mal, mal gucken. Mit der Armbrust schießen kann. Das hätte ich doch mal mitnehmen können. Ich hatte ja welche drüben, ne? Hier, das sind nur normale Pfeile, die ich machen kann. Wie komme ich denn an Goldpfeile? Gibt es da auch sowas überhaupt? Hier gibt es nur die. Granitmesser? Sind jetzt die Waffen? Granitspeer, Holzspeer, Goldspeer. Ein Goldspeer hatte ich. Ich dachte, das wäre ein Bronzespeer gewesen. Armbrust. Ja, die habe ich ja auch. Aber da kann ich nur die normalen Pfeile mitschießen, ne? Ich habe aber Goldpfeile gefunden und frage mich jetzt, wofür die denn sein sollen. Oder gibt es hier irgendwie was? Waffen gibt es hier nicht, ne? Krebsspeer? Nee. Das ist ja interessant. Ja, ist noch einiges, weil ich noch aufbauen muss. Hier zum Beispiel diese Vorbereitungstisch und der Zerlegungstisch, das müssen wir auch mal machen. Das baue ich hier rein, wenn ich schon besser weiß, wie ich jetzt hier was stelle. Oder ob wir das überhaupt hinkriegen mit der Etage oben. Jetzt habe ich hier, ach, die Chilis. Ja, und dann wollten wir uns ja auch um das Anpflanzen mal kümmern, ne? Da könnte ich ja auch mal testweise schon so ein Ding hinbauen. Das können wir hier auf der Insel machen. Pass mal auf, ich habe doch ein... Ein Hammer. Gib mir den nochmal her. Den legen wir jetzt ab hier. So, wo ist der Hammer? Wo lag der? Ich habe ihn doch gerade noch gesehen. Da, an der Tür. So. Nicht für Bäume, sondern für andere Pflanzen. Wie war das? Hier. Kleiner Acker, großer Acker, Komposthaufen, Windmühle. Gott, Vogelscheuche. Pestizidbehälter. Ey, ihr machtet aber Farming. Palmenzaun, eine mittelgroße Barriere aus Palmenblättern und Stöcken. Ach so, das ist wahrscheinlich, damit diese Viecher da nicht dran gehen und so, ne? Düngersack. Oh je, die haben da eine Wissenschaft draus gemacht. Nehmen wir mal einen großen Acker.
So, und jetzt muss ich da drei so eine Loks hinpacken. Das sollte ja nicht das Problem sein. Eins, zwei. Ah, ich kann ja nur zwei. So. Und dann können wir mal gucken, ob wir da zum Beispiel. Ah, jetzt regnet das gerade. Ich will eigentlich Schluss machen, weil die Zeit um ist. Aber wir werden jetzt nochmal ganz schnell ausprobieren, ob ich jetzt schmelzen kann, wenn es regnet. Machen wir die Tür zu, damit es nicht reinregnet. Es regnet. Draußen, aber hier drin nicht. Doch, hier drin auch. Seht ihr das? Und das ist Kacke. Das finde ich immer so stümperhaft. Wie viel müssen wir da reinpacken? Na ja, gut. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, nee, eins, zwei. Wechselt das Wetter so oft, da muss ich mich richtig beeilen hier. Nein, ist natürlich nicht genug. So, ich habe jetzt nichts mehr. Geht immer noch nicht, doch geht. Obwohl es regnet, geht's. Naja, wenigstens sagt er okay. Und draußen schüttet das ordentlich. Naja, geht so, ne? Hier ist es lauter, der Regen ist hier lauter. Und hier drin, da. So ist das schon mal besser, aber ihr müsst das wegmachen, dass das hier die Regentropfen, das ist Kacke. Aber der Ofen, der kann wenigstens. Boah, wie schön die Barren gelungen sind, ne? Das haben sie schön. Was ist denn da jetzt? Wie unreiner Barren. Ach. Weil das Brennholz nicht gereicht hat? Ey, ihr seid ja Arschgeigen, ey. Gold, Gold. Ja, Zinn, Zinn. Jetzt will ich das wissen. Das müssen wir auf jeden Fall voll machen. Mit Holz. Und ob das geklappt hat oder nicht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Oh, was viel. So, alles klar. Und das packen wir wieder hin. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare, seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und dann machen wir hier weiter. Wir müssen ins U-Boot, wir müssen mal gucken, ob wir die Haie mal tot kriegen. Solche Sachen eben. Hä? Ich nix kapisch. Vielleicht weiß das jemand. Warum habe ich jetzt hier unreine Barren? Weil es geregnet hat oder was? Wer es weiß, gerne in die Kommentare. Bis dann, bye bye, tschüssi.